Ja, in den letzten Kapiteln der Vorlesung wollen wir uns kümmern um gewöhnliche Differentialgleichungen. Das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung schon mal motiviert. Und ich hoffe, Sie haben damals zumindest mitgenommen, dass es absolut Sinn macht, sich mit gewöhnlichen Differentialgleichungen zu beschäftigen. Denn wirklich bei der Behandlung aller möglichen Aufgaben, insbesondere von zeitabhängigen Aufgaben, trifft man sofort auf gewöhnliche Differentialgleichungen. Im Wesentlichen geht es uns hier um die numerische Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und ich glaube, nach dem, was wir jetzt in den vergangenen Kapiteln gemacht haben, ist Ihnen klarer geworden, was numerische Lösung eigentlich heißt. Und bevor wir auch darauf eingehen, wollen wir mal ganz kurz eben sicherstellen, dass wir über dasselbe reden. Also im Wesentlichen werden wir uns zunächst mal anschauen Anfangswertprobleme und das ist die Aufgabe, bestimme eine Funktion y, eine differenzierbare Funktion y aus dem Intervall ab in die offene Menge g aus dem r hoch n mit der Eigenschaft, dass y' von t gleich f von t und y von t ist für alle t aus ab. Und zusätzlich noch die Anfangsbedingung y von a gleich y0 erfüllt ist. Okay, dabei soll natürlich f dann eine Funktion sein, die aus dem Intervall ab kreuz g in den r hoch n geht. G soll, wie gesagt, eine offene und zusammenhängende Menge sein. Und das y0, dieser Anfangswert, soll natürlich in g liegen. Wir wollen uns die Sache möglichst einfach machen, also analytisch möglichst einfach machen. Einmal deshalb, weil ich hier gar nicht so viel Zeit habe, auf der anderen Seite, weil Sie viele Beweise auch bereits aus der Analysis 2 kennen. Das heißt also, ich werde hier meistens betrachten den einfachen skalaren Fall, nämlich dass n gleich 1 ist. Das ist nicht ganz gerechtfertigt, denn wir haben bereits gesehen am Anfang der Vorlesung, dass es reicht, diese Standardform der gewöhnlichen Differentialgleichung, nämlich das y' von t gleich f von t und y von t zu betrachten, auch wenn in Anwendungen häufig höhere Ableitungen vorkommen, denn man kann tatsächlich Systeme oder man kann Gleichungen mit höheren Ableitungen in Systeme von niederer Ordnung umwandeln. Das heißt also, man kann sich dieses Standardproblem hier oben anzuschauen. Aber dafür muss man eigentlich auch Systeme zulassen, aber das werden wir in den Beweisen häufig hier nicht tun und tatsächlich werden wir stillschweigend das hinterher auch einfach für Systeme benutzen. Okay, ein wichtiger Punkt für uns ist, dass wir diese Differentialgleichung, dieses Anfangswertproblem umwandeln können in eine äquivalente Integralform. Und zwar nehmen wir dazu einfach die Gleichung hier oben und integrieren die von a bis s. Dann haben wir das Integral a bis s y' von t dt. Das ist y von s minus y von a. Y von a ist y0. Und das ist gleich dem Integral a bis s f von t y von t dt. Das heißt also, y von s ist y0 plus Integral a bis s f von t und y von t dt. Und das ist exakt äquivalent zu unserer gewöhnlichen Differentialgleichung. Wenn ein y diese Integralgleichung erfüllt, dann erfüllt es auch hier oben die Differentialgleichung. Und umgekehrt, wenn es die Differentialgleichung erfüllt, dann erfüllt es auch die Integralgleichung. Und wir werden häufig zwischen diesen beiden Formulierungen einfach hin und her springen. Okay, Beispiele haben wir schon gesehen. Die uns in diesem Kapitel im Wesentlichen interessieren werden, ist einfach einmal die triviale lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Das heißt also, y' von t ist b mal y von t und hier ist alles jetzt eindimensional gemeint mit y von 0 gleich y0. Und da sehen Sie sofort, naja, also y von t ist y von t gleich y0 mal e hoch b mal t ist sofort eine Lösung. Dann könnte dies b natürlich auch noch von einem Parameter abhängen, also y' von t gleich b von t mal y von t mit der Anfangsbedingung y von 0 gleich y0. Und der einfachste Weg, da die Lösung zu finden oder zu motivieren, ist hier einfach mal durch y von t zu teilen. Dann haben wir b von t ist y' von t durch y von t oder der Logarithmus ist y von t'.
Und das heißt also, wenn ich jetzt auf beiden Seiten wieder integriere, dann habe ich damit das Integral a bis s b von t dt ist gleich, wenn ich das hier vorne integriere, der Logarithmus y von s durch y0 e hoch das Ganze. Und wir erhalten, dass y von s gleich e hoch Integral a bis s b von t dt mal y0 tatsächlich eine Lösung ist. Und das ist auch wirklich so. Dann kann man hier noch einen Schritt weitergehen und sagen, na, ich möchte das nicht direkt linear haben, sondern ich möchte es affin linear haben. Man kann hinten noch so ein c von t dran klatschen. Und ja, diese Aufgabe werden Sie in den Übungen lösen mit Variation der Konstanten. Okay, ein sehr wichtiges Beispiel für uns, das uns immer wieder begleiten wird, ist das folgende. Y' von t ist 1 plus y von t zum Quadrat. Und man zeigt sofort, y von t gleich Tangens t ist eine Lösung. Es ist auch die einzige Lösung. Und was dabei auffällt, ist, der Tangens hat einen Pol bei Pi halbe. Das heißt also, die Lösung dieser Differentialgleichung hier vorne, die existiert unter der Voraussetzung, dass es eindeutig ist, nur auf dem Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe enden ausgeschlossen. Das heißt also, es ist keineswegs gesagt, dass eine Differentialgleichung, so einfach wie sie auch aussehen mag, ja, also wenn Sie sich das hier angucken, die Differentialgleichung sieht ja wirklich extrem einfach aus. Y' von t ist 1 plus y von t zum Quadrat. Trotzdem hat sie nicht unbedingt eine globale Lösung auf ganz R. Okay, wenn wir nicht immer eine globale Lösung haben, haben wir dann wenigstens immer Eindeutigkeit der Lösung für Anfangswertaufgaben und auch das ist leider nicht der Fall. Bekanntes Beispiel ist y' von t gleich y von t hoch ein Drittel mit der Anfangsbedingung y von 0 gleich 0. Erstmal gilt offensichtlich, y gleich 0 ist eine Lösung. Ein bisschen nachrechnen zeigt aber, dass y von t gleich 2 Drittel t hoch 3 halbe ebenfalls eine Lösung ist. Und das heißt, diese Anfangswertaufgabe besitzt zwei Lösungen und ja, das werden wir irgendwie erklären müssen. Ja, das waren jetzt natürlich alles analytische Lösungen. Und nach dem, was wir jetzt zum Beispiel zu einem Integral, zur numerischen Integration gemacht haben im letzten Kapitel, ist, glaube ich, jetzt auch klar, was eine numerische Lösung wäre. Wir wissen vielleicht gar nicht so ganz genau, wie dieses f eigentlich aussieht. Wir können es aber auf dem Computer ausrechnen. Und unsere Idee wäre, wir versuchen, diese Lösung y zu approximieren, indem wir einfach nur diese Funktion f an einigen Stellen auswerten. Dazu werden wir natürlich nicht die gesamte Funktion y überall approximieren können, ja, das wären ja unendlich viele Stellen, aber wir werden an einigen ausgewählten Stellen diese Funktion y approximieren und werden dazu ausschließlich Auswertungen, Funktionsauswertungen dieser Funktion f benutzen. Okay, das ist der Plan für die weiteren Kapitel. Und ja, heute möchte ich nur noch ein paar analytische Sachen zur Verfügung stellen. Und dabei fangen wir mal an mit dem Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf.